Servus Leute und herzlich willkommen. Ja, ein schönes Wochenende erst einmal hier an dieser Stelle. Und ja, an alle, die am Wochenende nichts arbeiten müssen oder zumindest beruflich nichts arbeiten müssen, ein schönes Wochenende, wie gesagt. An alle anderen, hoffentlich nicht zu arbeitsreich und ein bisschen entspannt. Ja, heute mal den Abspann quasi vorweg. Ja, im letzten Video habe ich ja gesagt, am Schluss, dass der TÜV kommt. Und ja, filmen konnte ich es leider nicht. Aber der TÜV war da. Es sind unsere 3 Schlepper abgenommen worden. Allgäuer hat TÜV bekommen. IHC hat TÜV bekommen. Kramer hat TÜV bekommen. Kein Problem. Lief. Und die neue Plakette. Natürlich da. 8/2021 bin ich wieder dran. Ja, wie schön. Oh mein, das ist ja fein, ist ja das. Ja, IHC und Allgäuer natürlich auch. Selbe Spielchen, Plakette auch dann wieder für 2021. Bis dahin haben wir wieder Ruhe. Hat soweit alles funktioniert. Ich meine, ist nicht anders zu erwarten. Mal schauen, ob das alles geht. Ja, ansonsten waren ein Fendt noch da. Also ein kleiner Fendt. Favorit, glaube ich. Fendt Farmer 3 oder was das war. Fragt mich nicht, darf ich mich nicht drauf festnageln. Dann ein MF 165, der war zum TÜVen hier. Ein kleiner Hehler, da weiß ich leider den TÜV nicht. Der Deutz 5006, der da steht, oder 5506. Müsste ich schon wieder lügen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich suche mir das falsch, aber es ist ja egal. Der war zum TÜV da, bei dem ist bemängelt worden. Hinten das Zugmaul, aber gut, das ist halt. Da will der Besitzer eher neues drauf machen. Der Eiche, der da hinten steht, der hat natürlich keinen TÜV gekriegt. Da wären neue Reifen nötig gewesen. Also zumindest hinten drauf. Und ja, die wollte eigentlich der Besitzer noch organisieren und drauf machen. Hat es aber warum auch immer versappelt. Naja, der hat jetzt auf jeden Fall keinen TÜV bekommen. Ja, und der Autoanhänger, der noch kommen sollte, der war auch nicht da. Also es waren jetzt insgesamt 6 Schlepper zum TÜVen hier und die 6 Schlepper haben auch alle den TÜV gekriegt gehabt. 7 Schlepper, Entschuldigung. Die 7 Schlepper haben alle den TÜV gekriegt. Hat soweit funktioniert und der 8. Schlepper da, der Eiche, wie gesagt, nicht. Das ist immer ein wenig ein Remi-Demi, da bist du mal ein bisschen drüber. Es dauert immer eine ganze Zeit lang, bis die alle durch sind. Aber das passt soweit. Wie gesagt, die sind alle gemacht. Beim Allgäuer hat er bloß gesagt, wir sollen nochmal schauen, dass wir vorne ein paar neue Reifen drauf machen. Die sind jetzt doch schon soweit abgefahren, naja, sind sie ja eigentlich schon länger, weil viele Stunden macht er ja nicht, aber allgemein, da könnten noch mal ein paar neue drauf. Da haben wir gesagt, na gut, das ist ja kein Problem, ich meine, wenn ich überlege, die Reifen da, der, pst, was kosten sie, ein 30er oder irgendwas und dann neue Schlauch mit rein, dann bist du bei, ja, 45, 50 Euro oder was pro Reifen. Montiert sind die gleich, kein großer Akt. Haben wir gesagt, das machen wir mit und ja. Ansonsten, soweit alles gut verlaufen, hat soweit gut gepasst. Und jetzt ist, wie gesagt, dann erst einmal wieder Ruhe. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass am Allgäuer die Hauptlocher gemacht gehen, weil das Hauptlocher dreht sich hinten drin auch mit. Tja, dadurch wird er halt warm. Es gehört gemacht, Hauptlager in Übermaß hat er schon drin liegen in der Arbeit. Es fehlt halt bloß die Zeit, das zu machen. Ja, wie gesagt, die Zeit, das ist halt immer das. Du kannst sowas nicht von jetzt auf gleich, das dauert immer ein bisschen, aber es wird irgendwann in Angriff genommen. Ich meine, so fährt er ja. Wird halt warm, wenn du darauf achtest, funktioniert es. Ich habe ja damit vor 2 Jahren die ganzen Wiesen gewendet gehabt, das ist auch kein Problem gewesen. Aber schön wäre es natürlich, wenn er gemacht ist. In dem Zug gehört dann auch die Vorderachse unten ausgebüxt, weil die wackelt da ein bisschen, die hat auch ein leichtes Spiel. Aber das ist alles, wie gesagt, noch im Toleranzbereich, das passt soweit. Es gehört halt einmal bei Gelegenheit was gemacht. Jo. Auf jeden Fall, das ist erledigt. Gut so. Ja, und weil ich immer wieder mal gefragt habe, was fährst du eigentlich für Auto? Was ist denn das für Auto? Ja, da steht er doch. Ein Land Rover 110 Ex-Mod. Also Ex-Military bzw. Ministry of Defense Fahrzeug. Fahrzeug des Verteidigungsministeriums beziehungsweise der britischen Streitkräfte, Baujahr 1990, 69 PS, 2,5 Liter Hubraum, ohne Turbolade, Spitzengeschwindigkeit 110, dann hält es aber ohne Mickey Mouse nicht mehr aus.
Ja, das ist mein Auto. Weil ich da immer mal gefragt werde, wenn wir schon mal hier stehen. Bitteschön. Jo, ansonsten gibt's eigentlich heute nichts mehr weiter zu berichten. Jo, moin. Mittlerweile haben wir Mittwochmorgen. Und ja, ich befinde mich wieder auf dem Weg. Ich lasse die Schweine und Hühner raus. Den letzten Futtereimer, den ich jetzt hier habe, den nehme ich mit. Dann kriege ich das gleiche Ration. Ja, so geht der tägliche Morgen quasi los bei mir. Man sieht oder man hört, es hat bei uns geregnet. Es ist gestern Nacht einmal ein Gewitter gekommen, ist tatsächlich ein bisschen nass geworden. Hat mich gefreut. Ja, dringend Zeit geworden. Geht seit Wochen mit dieser Trockenheit. Auf Dauer ist das nicht mehr so ganz schön. Aber jetzt hat es endlich einmal geregnet. Sieht man hier noch ein paar Pfützen. Muss dann einmal auf Regenmesser gucken, wie viel es war. Also lange ist das Gewitter nicht gegangen. Aber es hat zumindest geklungen, als wäre ein bisschen Wasser gekommen. Morgen! Die können sich schmecken lassen. Und bevor jetzt einer kommt, warum schmeiße ich die Schweine das Futter einfach so in den Dreck oder auf den Boden? Warum gebe ich das ihnen nicht in eine Schüssel? Könnte man machen. Aber Schweine sind bekannt dafür, dass sie gerne wühlen. Und wenn ich sie ihnen dorthin schmeiße, schieben sie es ein bisschen über den Boden. Graben es teilweise ein und dann haben sie einen Grund, dass sie sich beschäftigen den ganzen Tag. Das ist nämlich auch nicht verkehrt. So, für die Hühner haue ich noch einen Weizen hier und dann geht's frühstücken. So, das ist auch erledigt. Dann haben die jetzt den ganzen Tag eine schöne Beschäftigung. Ey, du sollst wieder rein. Ist der dumme Hummel da raus. Abflug. Sag mal. Ach schau, Wein hängt auch dran. Ha, wie schön. Ja, geht doch. Hast du mal einen Morgenspaziergang gemacht? So. Zu das Ding. Jo, Wein haben wir auch hängen. Schön, schön. Vielleicht heuer wieder einen eigenen Wein ansetzen. Ich letztes Jahr schon gemacht. Ja, mal ein bisschen probieren. Ja, vorhin dann noch ein Vieh rauslassen, rauf, frühstückt. Jetzt ist es 6:30, mache mich auf den Weg zur Arbeit. Ja, Regenmesser habe ich mal überprüft. 7 Liter hat es geregnet. Ja, ist nicht die Welt, aber immerhin, es ist Regen. Und ich bin um jeden Tropfen froh, der kommt. 7 Liter ist besser wie nichts. Gestern waren es auch einmal 5. Also sind wir jetzt bei 12 Liter. Das ist doch schön. Also das gefällt mir richtig, wenn das einmal ein wenig in den Boden einziehen kann und die Möglichkeit hat. Viel, viel besser als die ständige Trockenheit. Also da habe ich zumindest noch Hoffnung, dass ich einen zweiten Schnitt auch rum herkriege. Weil im Moment schauen die Wiesen alle relativ mau aus. Da kommt aktuell gar nichts hoch. Naja, wo Wasser fehlt, kann nichts wachsen. Ne? Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass es noch so eine Menge anhält. Immer mal wieder ein bisschen Regen. Wäre ja nicht verkehrt. Hat mich auf alle Fälle gefreut, dass er mal nass geworden ist. Und man sieht auch noch, dass es geregnet hat, weil die Straßen sind alle noch feucht. Die letzten Tage, wenn es immer geregnet hat, es waren meistens so 1-2 Liter immer. Da konnte es dann auch gehen. Es hat geregnet und eine Stunde später war alles wieder staubtrocken. Die Wärme, die halt da ist, die hat das Ganze dann verdampfen lassen. Da war nichts mehr übrig. Feuchtigkeit hast du gar nicht gesehen. Ja.
Ja, wenn es einmal ein wenig mehr regnet, jetzt haben wir ein wenig kühlere Temperaturen, keine 30 Grad mehr, sondern nur noch tagsüber um die 27, 28. Es ist ein bisschen kühler und bis es warm wird, da dauert es schon durchaus einmal bis 1 oder 2. Auf alle Fälle besser. Feierabend, wir befinden uns auf dem Heimweg. Ich habe gerade mein Futter noch geholt.
herrlich. Geht jetzt schon seit circa, jetzt haben wir fast 3 Stunden so. Da nah draußen, wo ich momentan eine Baustelle habe, da hat es vorhin noch mal fast einen Weltuntergang gegeben. Ausgenagelt. Ach, regnet es schön. Gut. Ja, richtig schöner Regen, den wir da haben. Endlich einmal so ein Landregen, wie man es sich wünscht. Ach, Gott sei Dank. Zeit, wann ist. Wirklich wahr, Zeit, wann ist. Schön. Richtig herrlich. So muss das. Schau hinaufwärts mal im Regenmesser vorbei. Und wir sehen uns vielleicht nachher noch einmal. Na, das kann sich doch sehen lassen. 14 Liter sind wir jetzt gerade. Sehr schön. So muss das. Brrr, nix wie nein. So, jetzt sind wir drin. Heute ist ein bisschen Post für mich gekommen. Habe ich gerade schon gesehen. Zum einen habe ich mal bestellt 3 Etui. Ich bin noch gar nicht richtig daheim. Bin nass, bin noch nicht umgezogen, aber das muss ich mir jetzt angucken. Ich habe mir zum einen nochmal 3 Etui bestellt für die Fahrzeugscheine vom Allgäuer, vom KA15 und vom KL300. Das sind die hier. Das ist was ganz Einfaches, nichts Besonderes. War nicht teuer. Einfach bei Amazon schnell bestellt. Da kann man die Dinger dann reinpacken, 3 Stück. Ja, und dann haben wir noch was bestellt gehabt. Einmal einen Oberlenker. Mir ist das nämlich ziemlich auf den Senkel gegangen, die Tatsache, dass immerzu, so vielleicht,
der Oberlenker vom KL300 am KA15 hängt oder umgedreht. Ich habe ja nur noch einen. So. Ja, oh, deswegen habe ich mir da mal einen neuen bestellt. Oder noch einen zusätzlichen bestellt. Das schöne Ding hier. Ja, dann habe ich jetzt einen für den KA15 und einen für den KL300. Und beim Allgäuer liegt noch der Originale, der ist auch hinten. Außerdem habe ich mir des Weiteren bestellt. Schwere Klotz. Das hat er vorhin schon aufgemacht. Da war nämlich was drin, was er gebraucht hat. Büchsen! Viele schöne Büchsen! Mal gucken, ob die Farbe passt. Habe ich mal bestellt. Kunstharzlack. Steht's drauf? Gucken wir mal, ob es der richtige Farbton ist. Ob es zu blau ist oder ob es passt. Oder... Aber ich denke, das könnte schon hinkommen. Ja, ich weiß, da haben einige geschrieben, ich könnte es woanders bestellen. Ich könnte da oder da oder da. Ist richtig. Aber es hat sich angeboten, weil wir eh bestellt haben. Ich gedacht, naja, bestellst es gleich damit. Da hast du es daheim. Da musst du nicht wieder extra noch Versand irgendwo zahlen. Ja, und ich habe noch was bestellt. Noch ein Oberlenkerbolzen. Ja, wo brauche ich den? Wer die Farbe gesehen hat, der weiß, was ich vorhab. Oder der kann sich vorstellen, was ich vorhab. An Farben ist jetzt hier drin. Dreimal Eicher Alpenblau. Dann, gute Frage. Das da müsste Fahrrot sein. Eiche Räderrot. Ach toll, ist Kaminrot, ne? Das hätte ich daheim gehabt. Super, das hätte ich mal einer sagen können. Naja, das habe ich bestellt. Dann war das das Fahr. Genau, Fahrrot, Feuerrot. Für den Mähdrescher sind ein paar Stellen zum Ausbessern. Und drei Büchsen von dem da. Blutorange, Eiche, Rot für Landmaschinen. Ja, wozu so viel Farbe? Keine Angst, ich will da unten nicht den anderen Eiche da zusammenrichten, der gar nicht uns gehört. Nein. Ich habe überlegt, ja, die Pflüge eigentlich zerlegen den einen. Eigentlich wäre es schön, sie trotzdem beide zu haben. Da hat mich so ein guter Bekannter hat mich da drauf gebracht. Dankeschön an dieser Stelle. Eigentlich wollte ich das ja nicht. Naja, jetzt mache ich es wahrscheinlich doch. Naja, was soll's. Schaden wird's wohl nicht. Nö, ich richte jetzt wahrscheinlich beide her. Beide Eicherpflüge machen wir neu. Also mache ich neu, weil ich habe schließlich zu viel Zeit, haben sie mir schon gesagt. Ja, und dann mal gucken. Der eine dann für die schweren Arbeiten wie Schälen und der andere fürs Kartoffelbeet-Agende mit dem Vorschäler. So ist zumindest der Plan. Der Pflug war ja eigentlich nur gedacht zum Kartoffelaggerschälen oder einaggern für die Kartoffeln. War mal der Ursprungsgedanke, dass ich damit schälen tät, das war nie geplant. Das kam eher so spontan, aber gut, wenn es doch funktioniert. Warum soll ich mit dem großen aggern? Der große, wie gesagt, den zum Schälen einstellen, ist viel zu kompliziert. Oder dafür ist er nicht ausgelegt. Das ist ein großer Pflug, der macht das normal nicht. Und der kleine Eicherpflug, das ist zwar kein spezieller Schälpflug, aber der ist halt von der Form her eher an einem Schälpflug, als wie ohne Krone Mustang unten. Von daher bietet sich das für mich an. Dann mache ich sie alle zwei, weil eigentlich die Substanz von beiden ist jetzt nicht so schlecht. Am anderen kann man auch noch was machen, an dem blauen. Ja, der blaue ist dann höchstwahrscheinlich mal geplant hinter dem KL300. Ich habe es schon probiert am KL300, das Aggern, Offcam. Funktioniert aber ehrlich gesagt nicht so gut. Der KL300, trotz Luft abgelassen aus den Reifen, das geht nicht so schön. Der KA15, obwohl er nur 15 PS hat, der zieht das Ding da im fünften Gang, wenn es sein muss. Also ich weiß nicht, was da verkehrt ist. Irgendwie verkehrte Welt, aber es ist tatsächlich so, der KL300, der hat sich ein bisschen schwer getan. Der hat ihn nicht richtig nach dem Boden gekriegt. Wo der Vorteil beim KL300 ist, der hebt den Flug halt sauleicht aus, ne? Weil der hat hinten eine Hydraulik dran, 1250 Kilo Hubkraft. Da hebt der den Flug aus wie nix. Der KA15 hätte 540 Kilo Hubkraft. Wäre normalerweise auch kein Problem für den. Ist halt ein wenig leicht um die Vorderachse, aber gut, es geht, wenn man weiß wie.
Das Problem beim KA15 ist, die Hydraulikpumpe ist kaputt. Die ist ziemlich ausgenuddelt. Da war der Filter dicht und dann war Dreck drin und dann, tja, spielen die Zahnräder vorne, ist größer geworden, so eine Zahnradpumpe. Ja, die ist kaputt, die geht nicht mehr so toll. Sie funktioniert noch, sie hebt ja, aber halt nicht so, wie sie sollte. Also man merkt es vor allem, wenn das Öl warm wird, dann plagt es sich, da braucht es schon wirklich fast Vollgas, dass er nicht aushebt und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck. Problem bei der ganzen Geschichte ist, du kriegst diese Pumpen nicht mehr her. Ich habe meinen Vater schon gefragt. Hat er gesagt, nee, kannst vergessen, die gibt es nicht mehr. Das ist ein alter Typ. HYZD14AR oder so ähnlich. AR5, glaube ich, heißt das Ding. So nicht mehr zu kriegen. Ja, ist dieselbe wie im KL300. Baugruppe 1 und Baugruppe 2 ist da wohl identisch gewesen. Und damals, Steve, in KL300, die kaputt war, da war auch schon mal eine, die getauscht worden ist. Da gab es das Ding noch neu. Da ist die reingekommen. Die alte ist ausgeschlachtet worden und weggeschmissen worden. Die war auch so desolat. Naja, und jetzt die ist natürlich auch nicht so toll. Jetzt hat er gesagt, es gäbe halt die Möglichkeit, du könntest sämtliche Rohrleitungen runterrupfen. Donnerwetter, so ein schweres Wort oder was? Könntest alle Rohrleitungen runterreißen, neue drauf machen und eine andere Pumpen drauf machen. Wäre eine Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt, das ist ein mordsmäßiger Aufwand. Die ganzen Leitungen, das sind ja nicht wenig. Die gehen ja unter den Tank durch, die gehen ja unter dem Armaturenbrett durch und. Ich müsste den ganzen Bulldog zerlegen, nur um die Pumpen zu erneuern und neue Leitungen reinzumachen. Dann sind die Leitungen noch nicht lackiert, das musst du natürlich auch machen. Scheißdreck. Tja, schön wäre es, wenn man halt noch eine gebrauchte Pumpe herkriegen würde, die gut wäre. Bosch Hydraulikpumpe. Ja, vielleicht weiß einer von euch ja, wo noch so ein Ding rumliegt. Also wie gesagt, ich glaube der Typ, das müsste HYZD14AR5 heißen, das Teil. Die Bosch interne Nummer finde ich leider nicht, die habe ich schon gesucht. Naja, ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht hat ja jemand eine passende Hydraulikpumpe irgendwo rumfliegen. Wäre ja nicht schlecht. Gut. Ja, ja, Leute, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende vom Video. Wir haben jetzt Donnerstagabend. Ich bin heute von der Arbeit heimgekommen. Dann habe ich meine Stelle gemacht und ja, habe ich wieder gemacht, wie immer halt, ne? Das Alltägliche. Ja, und dann habe ich gedacht, ne, es hat geregnet. Probierst du doch mal jetzt das Schälen. Ja, und ich habe heute wieder 20 Meter abgeschält gehabt auf dem Acker. Mehr habe ich leider nicht geschafft. Es geht halt doch immer ein bisschen schleppend vorwärts. Was erwartet man, aber immerhin ein bisschen was, immer ein Stück weiter. Ja, das Ganze wird jetzt, wie gesagt, fertig geschält auf dem Feld. Unten bei den Kartoffeln muss ich demnächst einmal die ganze Melde rausreißen, die muss auch weg. Ja, dann lasse ich das Ganze mal so 3-4 Wochen liegen, dass das Ausfallgetreide aufgehen kann. Und dann ist zumindest der Plan mit dem Grubber drüber. Vielleicht vorher noch Mist streuen, wenn ich den Miststreuer bis dorthin hätte. Mit dem Grubber drüber den Mist dann mit unterheben. Und anschließend, ja, mal schauen, was wir dann reinsehen, was wir in den Boden reinmatschen. Eine Begrünung. Und im Frühjahr dann auf die Fläche höchstwahrscheinlich Braugerste. Aber das wird sich alles zeigen. So, mein Computer sagt komische Sachen. Okay. Okay, der spinnt. Ja, den habe ich mir nämlich gerade eingeschaltet. Das Video muss ja noch geschnitten werden. Gut, ich wünsche auf alle Fälle jetzt allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Video hat wieder gefallen. Auch wenn es wieder ach so langweilig war, weil es immer wieder dasselbe ist. So schaut halt nun mal der Arbeitsalltag aus, ne? Deswegen heißt es ja Alltag und nicht jeder Tag ist anders Tag. Irgendwo hat man halt sich wiederholende Sachen. An dieser Stelle hier nochmal. Wie gesagt, wem das nicht passt, der darf halt nicht einschalten, ich kann ja nichts dafür. Ich habe hier kein Spielgeld oder eine Million geerbt und ich kann auch nicht hier 20 Mal irgendwelche anderen Maschinen ausleihen oder sonst was. Klar, es gibt Maschinen, die ich gerne mal ausprobieren würde, wie Striegel oder andere Schlepper, aber die Chance als Nebenerwerbslandwirt dann irgend so eine Maschine zu kriegen, die geht eher ja, gegen Null, sage ich mal. Da hast du schwer eine Chance. Und
wenn dann mal was kommt, ich meine, dann erfahrt ihr es hier an dieser Stelle, aber ihr könnt jetzt nicht erwarten, also tut mir leid, wie gesagt, an dieser Stelle, dass ich jetzt jede Woche dann irgendwas Spezielles Neues bringe. Die Endeflock, die waren, denke ich auch mal, wieder recht interessant für einige. Und nach der Ende ist halt erst einmal wieder ein bisschen Ruhe, dann ist es, wie gesagt, das Schälen vom Acker oder Grubbern, je nachdem, was du magst, und dann liegt das Zeug. Und dann habe ich halt, wie gesagt, meine tägliche Arbeit und fertig. Wem das nicht passt, also tut mir leid, kann ich leider nicht ändern, das ist einfach so, nimm ja auch kein Blatt vor den Mund. Dann müsst ihr abschalten, dann müsst ihr was anderes angucken. Oder spült meinetwegen LS, da könnt ihr euch jeden Tag eine andere Maschine leihen und alles mögliche durchprobieren. Das geht halt nun mal nicht und ich habe hier nicht rund um die Uhr, ich kann nicht, gestern habe ich gedroschen und heute sehe ich nein und morgen kann ich schon wieder dreschen. Das funktioniert halt nun mal in der echten Landwirtschaft nicht. Na gut, das soll es hierher gewesen sein, sonst wird es wieder zu lang. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt allen ein schönes Wochenende, zum zweiten Mal. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Servus.